So, liegen hier noch irgendwo Pfeile rum? Nee, die sind schon alle weg. Schade. Da liegen ein paar Pfeile. Aber das war's auch schon. Da drüben ist noch ein Geist. Gehen wir erst einmal hier entlang. Totenbeschwörer. Da hat offenbar der Totenbeschwörer gegen den Licht gekämpft und verloren. Macht doch Sinn, ein Licht ist stärker als der Totenbeschwörer. Im Normalfall. Oh. Wir können uns schon wieder nicht bewegen. Okay. Dann eben halt Streitkolben weg und dann das Dietrische Langschwert. Dietrische Streitkolben und weiter geht's. Berührung der Wut und ein allgemeiner Seelenstein ohne Seele. Cool. Was haben wir jetzt eigentlich dann noch für Seelen? Wir haben... Die Kleinen sind alle voll. Der Große ist voll. Wir haben nur noch allgemeine. Okay. Ach, ich wollte ja wegen dem Zauberbuch gerade nachsehen. Berührung der Wut. Do you want to add touch of rage to your spell list? Yes. Berührung der Wut. Schule der Illusion. Fertigkeit, Lehrling, Reichweite, Berührung. Wirkung, erzürnen bis Stufe 18 für 30 Sekunden bei Berührung. Oh, ein bisschen Licht. Da brennt einer. Plötzlich habe ich Licht. Ein normales düster Gespenst. Das müsste sogar eine allgemeine Seele sein. Habe ich nicht aufgepasst, haben wir die Seele gefangen? Nein, haben wir nicht. Das heißt, es ist keine kleine, geringe oder allgemeine Seele. Schade. Schon wieder überlastet. Liegen meine ganzen Eisenpfeile oder besser gesagt drei. Ich hatte ja nur drei. Okay. Moment mal, dann sind wir hier fertig, oder? Ja. Dann gehen wir. Was war das jetzt eigentlich? Das war schon ein Licht, oder? Ja, war ein Licht. Dann geht's jetzt ab nach Hause, Leute. Halt. Erst wird gespeichert. Ha, funktioniert. Sehr schön. Ich mag es, wenn Dinge funktionieren.
So, legen wir wieder unsere Zutaten ab. Zack. Und dann wieder zurück nach Bravil. Bald ist es wieder zurück nach Skingrad, Leute. Schön euch. Vielleicht sogar noch in dieser Aufnahme. Mal sehen. So, erst nochmal nachsehen, ob ich noch was zu reparieren habe. Nein. Okay. Ach, erst das Zauberbuch weg. Dann die Seelensteine. Nur noch 4 allgemeine Seelensteine haben wir, Leute. Dann bräuchten wir wieder 5 Reparaturhämmer. Viele sind es nicht mehr, Leute. Aber bald kommen wir nach Skingrad und dann kaufen wir wieder ein. Ey, halt. Da haben wir jetzt was zum Ablegen. 182. Hä, wo sind die anderen? Ah, hier. 174. Und dann sehen wir erstmal wegen den Waffen. Starker Stab der Ausdauer des Blitzes haben wir nochmal. Starker Stab der Ausdauer und des Blitzes. Haben wir beide. Stab der Schwäche. Erst bei denen der Schwäche. Stab der Schwäche haben wir. Dann des Donnerschlags und des Raureifs. Stab des Donnerschlags haben wir und des Raureifs haben wir auch. Dann Streitaxt der Transformation und Streitkolben des Infernos. Streitaxt der Transformation haben wir noch nicht. Und Streitkolben des Transfernos haben wir auch nicht. Oh, okay, noch immer. Streitaxt der Transformation. Ich schaue jetzt einzeln nach. Ich habe irgendwie die Namen vermischt. Streitaxt der Transformation haben wir noch nicht. Okay, die kommt rein. Streitkolben des Infernos. Streitkolben des Infernos haben wir noch nicht. Okay, der Rest ist zu verkaufen. Und ich will wieder Eisschild üben. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Aber immer doch. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Nein, ich möchte dir etwas von meinen Waren zeigen. Ich bin ein Verkäufer, kein Einkäufer. In den meisten Fällen zumindest. Das kann weg. Daran habt ihr viel Gold verdient. Ja, und wir werden dann gleich auch sehr viel Geld haben. 700.000, nämlich, Leute. Das ist mehr. Das ist mehr, als ich für gewöhnlich zahlen würde. Das ist ein echtes Schnäppchen. Das ist es, ja.
Okay. Ein gutes. So, Leute, 700.000. Daran habt ihr viel Gold verdient. Der hier hat mehr Ladungen. Verkaufen wir den. Und noch ein zufriedener Kunde. Wegen den Eisenpfeilen habe ich gerade wieder vergessen nachzusehen. Leb. Ja, wir haben unseren Stab verkauft. Zack. Wohl. Ah, da sind sie, die Eisenpfeile. Okay, wie viele brauchen wir? 869, das heißt 131 brauchen wir. Zack, 115. Also wir haben mehr als die Hälfte, die noch da war, eigentlich mitgenommen. Cool. Also bald haben wir keine Eisenpfeile mehr zu mitnehmen, Leute. Dann nehmen wir was anderes mit. So. Reisen wir zurück. Zur heulenden Höhle. Und hier gab es ja jetzt eine Eileiterruine und zwei Lager. Gehen wir erstmal zu dem Lager, oder? Ja. Das ist eine Runenstein, Leute. Da will ich hin. Und eine Highlight-Ruine. Okay. Und ein kleiner See. Bäh. Au. Hey, mal, hier ist ein Weg. Leute, hier ist ein Weg. Kriegerstein. Es scheinen keine Sterne auf den Schicksalsstein. Wir müssen in der Nacht wieder herkommen. Dann folgen wir jetzt einfach mal dem Weg, Leute. Ich meine, wo führt das? Ah, das ist dieser Fluss hier. Heißt das etwa, hier fährt der Weg jetzt die ganze Zeit vielleicht hier so hin oder hier so? Das wäre ja geil. Das ist eine Höhle. Gehört zur Eileiterruine hier. Da wird es hochgehen. Zu dieser Höhle. Leute, ich bin stark davon überzeugt, dass das alles hier ein Weg ist, der hier abzweigt. Deswegen gehe ich jetzt zu dem Lager zurück. Wir machen jetzt erst das Lager, dann das andere Lager, dann die Eileiterruine da vorne und dann mal sehen. So, wo ist dieses Lager? Hier, das Grobacklager. Gebratene Ratte. Lecker. Eberfleisch, auch lecker. Aber sonst ist hier nichts. Aber von hier aus würden wir tatsächlich die Eileiterruine sehen. Na gut, dann gehen wir jetzt zu einem anderen Lager. Hinter dem Friedhof ist. Das Schattenstute.
Ein Bandit? Benutzen wir Gifte, oder? Nein, ist es nicht notwendig. Zeig mir, was ihr da habt. Stirb! Danke. Banditenbogenschütze. Das Lager gehört also Banditen. So, ich habe das Lager gerade entdeckt, aber weil da die Meldung mit den Natternkopfblättern war oder wie auch immer so die heißen, habe ich die Meldung nicht jetzt nicht mitbekommen. War die Meldung irgendwie nicht da, wie dieses Lager heißt. Da sehen wir dann gleich nochmal nach, Leute. Okay, ich glaube, wir haben jetzt alles hier. Wie heißt jetzt dieses Lager? Schlüsselbeinlager, okay. Und es gibt hier nichts außer dieser Eileitruine. Dann gehen wir da jetzt hin. Da ist sie. Oben kommen wir heran. Nornalhorst. Hätte mir fast von der Nisinhöhle aussehen können. Fast. Oh, seht mal, Leute, dann ist die Kaiserstadt. Ha. Okay, sehen wir uns hier mal ein bisschen um. Da unten ist irgendwas. Und es hat uns gesehen. Da drüben sind auch noch Eileitruinen. Ein Schwarzbär. Oh, daneben. Ich könnte deine Seele fangen. Danke. So, was für eine Seele warst du? Oder bist du allgemein super? Nichts verschwendet, Leute. Lol, die Nisinhöhle ist von hier aus sichtbar. Auf dem Kompass. Warte mal. Ein Erdbeerstrauch? Lol. Okay. Bevor wir da jetzt reingehen, Leute, da ganz hinten habe ich auch noch mal eine Ruine gesehen. Da möchte ich auch hingehen. Ich glaube, das ist nämlich Teil dieser Ruine. Eine Rehe gibt es da vorne. Treffer!
glaube, das ist irgendein Goblin oder so. Aber ich wollte sowieso nur hierher sehen. Das ist eine Siedlung. Okay, wir haben eine Siedlung noch gefunden. Machen wir die Siedlung als nächstes. Sonst finden wir sie nie wieder. Das ist noch Eyelight-Ruinen. Aber wie riesig war diese Eyelight-Ruine oder Stätte? Bevor sie zu einer Ruine wurde. Okay, gehen wir einfach mal weiter. Da ist ein Eyelight-Brunnen. Ist Gewässer. Da möchte ich jetzt als nächstes hin. Oder war ich da vielleicht sogar schon mal? Nein, ich glaube nicht.